So, Freunde, da ist der Tizi zurück. Ich bin auch nochmal zurückgegangen. Also da oben in dem Raum über uns ist also diese... Ich mag gar nicht mehr drüber erzählen, diese Wand, wo man da hoch muss und nicht hochkommt. Also ich nicht. Ich entscheide mich jetzt mal hier für Tor 2. Ihr kennt das ja. Und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass ich hier vielleicht... Huch, bisschen besser vorwärts komme, aber ich glaube, das ist nur eine Täuschung. Ihr seht's ja, ich komme ja nicht mal hoch. Also, scheiße, kommt man da hoch? Nur ich wieder nicht. Ja, nur ich wieder nicht, genau. Und warum muss da oben wieder so eine Zacken sein? Also Herausforderung ist immer das eine. Aber, nee, ne, Herausforderung ist das eine, aber, irgendwie das unnötig schwer machen ist das andere. Und das haben wir hier genau hier und, ich wollte gerade sagen, also ich finde es unnötig schwer, wenn ihr sagen, was ihr wollt. Zu früh gedrückt. Also das ist anscheinend auch nicht einfacher hier unten. Und ihr habt es, glaube ich, nicht einfach mit mir hier als Spieler dieses Spiels, welches wahrscheinlich ein gutes Spiel ist. Nein, ist es ja auch wirklich. Aber es ist eben... Es ist eben auch unnötig schwer eben. Also das ist... Und ich muss sagen, die Frustrations... Schwelle. Ja, ne? Ja, schon fast geschafft. Die Frustrationsschwelle nimmt doch... Also ist niedriger geworden, finde ich. Also... Ich bin ja immer noch froh, dass der eine oder andere wirklich noch reinguckt deswegen. Also wegen dem Spiel. Oder vielleicht, weil ich mich auch zu blöd anstelle. Wie hier zum Beispiel. Und einfach den Takt nicht finde. Also dafür bedanke ich mich natürlich, dass ihr noch dabei seid. Auch wenn es nicht so viele sind für dieses Spiel. Na, seht ihr? Wieder gepennt. Hab mich von irgendwas ablenken lassen. Ja, schon wieder. Also wie gesagt, für alle, die dabei sind, ein großes, großes Dankeschön. Das hält mich doch auch mich selbst bei dem Spiel. Oh. Bei der Stange. Ach du Kacke. Nö, ist richtig. Ich war oben und bin wieder unten. Ja, aber so wie im richtigen Leben, ne? Wer hochsteigt, fällt tief. Aber es ist tatsächlich... Oh, das ist tatsächlich Konzentrationsgeschichte hier an der Stelle. Jetzt sollte ich nicht so viel quatschen. Ja, stoß dir mal den Kopfkeule. So. Na, du warst doch schon da. Und du auch. Ja. Jetzt geh doch mal da hoch. Ja, also springen, wow. Springen. Ach, Mist, zu spät. Sehenden Auges hereingesprungen. Zu spät. Ah, Mist, wieder zu spät. Also es ist tatsächlich auch schon spät. Finde ich jedenfalls für einen Freitagabend. Für eine lange Woche. Weil wieder auf Dienstreise. Ist es spät.
Für die Jugend unter euch ist es wahrscheinlich schlapper Nachmittag. Für mich nicht. Bin ja nicht mehr ganz so jugendlich wie die meisten von euch vielleicht. Man ist natürlich immer nur so alt, wie man sich falsch gedrückt, wie man sich fühlt. Na, da ist natürlich was dran. Und insofern bin ich natürlich jung geblieben, ist ja wohl klar. Und ich trainiere hier ja meine Reflexe, die, wie man sieht, irgendwie gar nicht funktionieren. Aber deswegen, ich hasse diese Controller, ich hasse sie. Ich weiß, warum ich mit dem PC aufgewachsen bin und nicht mit einer Konsole. Wieso macht er das in meinem Springen nicht? So, nochmal. Springen, Springen. Oh, Mist. Es war doch ein Bruchteil einer Sekunde nur, ne? Ein Bruchteil. Aber wie ist das so im Leben, ne? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer hat den Satz gesagt, diesen geschichtsträchtigen? Hä? Weiß es noch einer? Gorbi war das. Michail Gorbatschow. Ah ja, Ministerpräsident oder irgendwie sowas hier, Zentralrat der KPDSU. Für die, die im Geschichtsunterricht das Thema haben und so weiter. Mitverantwortlich für die deutsche... Also für die Wende... im Jahr 89 mit seiner Perestroika. Was heißt das nochmal? Veränderung, Verbesserung oder was war das? Öffnung oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich quatsche schon wieder zu viel, wie ihr seht. Also okay, das wird wieder eine kurze Runde heute, Leute. Ihr habt ja nicht viel gesehen. Außer, dass ich hier versuche, einen Alternativweg zu nehmen. Die alter Naiven. Haha. Nein, warum drücke ich denn da mal drauf? Warum habe ich darauf gedrückt? Verdammt. Aber man muss mir zugestehen, an der Stelle habe ich doch echt Geduld bewiesen. Nicht unbedingt Skill und fachliches Können. Aber Geduld. Und das hat eben auch nicht jeder. Aber hier bin ich immer zu langsam, weil ich immer nicht... Das ist Unsicherheit. Kennt ihr doch vielleicht auch, ne? Wenn man unsicher ist, dann macht man die dümmsten Dinger. Dann denkt man nicht nach. Dann wird man rot, dann verhaspelt man sich. Da fallen einem die... Entschuldigung. Ja, da fallen einem die einfachsten Sachen nicht mehr ein. Wie zum Beispiel, wie mache ich diesen Move? Und vor allen Dingen, wann muss ich die Taste wieder drücken, damit ich weiterspringen kann. Und ich war ja nur schon einmal oben. Ich habe so das Gefühl, die Speicherpunkte werden auch immer rarer hier. Auf jeden Fall gibt es da oben eine Kiste. Ob das Motivation genug ist, ich weiß ja nicht. Ihr wisst ja selbst, oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, weil ihr doch noch ein bisschen jünger seid. Warte mal, ich komme jetzt gerade irgendwie nicht hier. Nein, ach Mann, ey. Also, was wollte ich sagen? Geld ist nicht alles. Geld allein macht nicht glücklich, es beruhigt. Man kann sicherlich... Okay, wir kommen ja langsam vorwärts. So in Mikroschritten, ne? Also man kann ruhig schlafen vielleicht oder ruhiger. Aber ich konzentriere mich gerade. Ja, wieder geschafft. Oh Mann, ey. So, und jetzt? Ach, ist doch kacke sowas, ey. Wer baut denn sowas?
Luda Kalasa. Ja, Tizi ist schon so ein bisschen müde. Das ist natürlich... Ja, genau. Tizi ist so müde, dass er jetzt... Leute, wo ist der nächste Speicherpunkt? Der ist da unten, ne? Oh nee, ne? Das ist ein Witz. Das ist wie beim Autofahren. Wenn man müde ist, anhalten, Pause machen. Schlafen am besten. Weil, ihr seht das ja. Bringt halt nichts. Vor allen Dingen, was war denn jetzt da oben, wenn ich jetzt da hochspringe? Muss ich da abspringen. Und... Und hüpf. Und... Hüpf. Leck mich doch an. Mann, ey, da ist echt zum Kotzen. Ich hasse das. Warum müssen Spiele denn immer... Also ich kann mich jetzt auch mittlerweile ganz schlecht durchringen, das Spiel so positiv zu bewerten, wie ich es am Anfang gemacht habe. Entweder weil ich zu blöd dazu bin, kann natürlich auch sein. Selbstkritik darf auch erlaubt sein. Vielleicht auch ein bisschen Selbstironie. Vielleicht darf das erlaubt sein, ne? Aber es ist doch unnötig schwer, finde ich. Und der Frustfaktor ist einfach... Ja, nun, wo muss ich denn hin? Ich habe nicht mal gesehen, wo ich hin muss. Tja, liebe Leute, lass uns dann beim nächsten Mal weitermachen. Macht ja keinen Sinn. Da ärgern wir uns beide nur. In diesem Sinne eine relativ kurze Runde, aber... So ist das eben manchmal. Bis dahin, sagt der Tizi. Tschüss.